Was sind das für Leute, Herr Herrnleben, die andere anschwärzen, weil sie angeblich oder tatsächlich illegale Software verwenden? Natürlich gibt es auch immer Mitarbeiter, die im Unfrieden vielleicht das Unternehmen verlassen haben und so etwas dann tun. Aber überraschenderweise ist es so, dass die meisten Hinweise, die wir erhalten, von Mitarbeitern in den jeweiligen Unternehmen zu uns erreichen, und zwar von den IT-Mitarbeitern. Das sind dann eigentlich weniger Hinweise, sondern Hilferufe. Wir haben oft den Fall, dass IT-Mitarbeiter sagen, seit Monaten informieren wir unsere Geschäftsführung darüber, dass wir unterlizenziert sind, dass wir uns illegal verhalten. Und die Replik, die sie dann erhalten, geht dann so in die Richtung, sie sind hier, um Kosten zu sparen und nicht um Kosten zu verursachen. Das ist dann ein Moment, wo wir, glaube ich, auch eine sehr gute moralische innere Berechtigung haben, dann an diesem Unternehmen auch anzuklopfen. Was kann das für Folgen haben für die Betroffenen, Herr Wolf-Reutschig? Naja, das fängt damit an, dass sich das Unternehmen zunächst mal verpflichten muss, in der Zukunft nur noch mit lizenzierter Software zu arbeiten. Aber selbstverständlich muss das Unternehmen auch den bereits entstandenen Schaden ersetzen und alle Verfahrenskosten erstatten. Muss das jetzt jedes Mal so schlimm enden? Ist jedes Mal Schadensersatz fällig, Herr Herrnleben? Nicht jedes Mal. Also man muss wirklich sagen, diese Fälle, die Herr Wolf-Reutschek eben angesprochen haben, das ist natürlich dann schon sozusagen das Ende der Fahnenstange. Das ist die Eskalation eines vorher schon nicht stattgefundenen Lizenzmanagements. Allerdings ist es natürlich auch so, dass die BSA als auch unsere Mitgliedsfirmen ein hohes Interesse daran haben, dass diese Unternehmen auch in Zukunft und langfristig ein solides Lizenzmanagement führen. Müssen denn solche Durchsuchungen wirklich sein? Kann man das nicht irgendwie anders regeln, Herr Herrnleben? Ich denke schon, dass diese Untersuchungen und Durchsuchungen sein müssen. Ich glaube, es ist unstrittig, dass die Softwarebranche, die Filmbranche, die Musikbranche massiv unter Urheberrechtsverletzungen leiden als Anbieter immaterieller Güter. Die Softwarebranche ist sozusagen nochmal betroffen, weil wir hier das Phänomen einer flächendeckenden Piraterie in Unternehmen haben. Das heißt, Unternehmen setzen Software ja ein als Werkzeug, um wiederum Umsätze und Gewinne zu generieren. Viele Unternehmen in Deutschland bemühen sich, lizenziert zu arbeiten, bemühen sich, compliant zu sein. Es ist eigentlich auch eine Gerechtigkeitsfrage gegenüber diesen Unternehmen, wenn man bei den anderen Unternehmen, die glauben, einen Ticken schlauer zu sein oder sich vielleicht einen wettbewerbswidrigen Vorteil verschaffen zu wollen, indem sie halt nicht für die Lizenzen zahlen. Das ist dann eine Frage der Gerechtigkeit, dass man das macht, damit sich die Unternehmen, die sich compliant verhalten, nicht denken, warum mache ich das eigentlich?